Herzlich willkommen zu dem heutigen Unwetterclip bezüglich der abendlichen, nächtlichen und morgigen Wetterlage, ja. Mit einem einleitenden Blick auf den Funnel von gestern über Langenau, ja. In dem Bereich könnte sich an einer Gewitterwolke bzw. an einer starken Schauerwolke ein Funnel etablieren. Im Aufwindbereich ist es manchmal möglich, ja. Wenn gewisse Schauerungsbedingungen vorherrschen, kann sich eben sowas bilden. In diesem Falle würde man jetzt behaupten wollen, er hätte Bodenkontakt gehabt. Aber dadurch, dass das Bild eben bergauf aufgenommen wurde, ist es wahrscheinlich eher eine optische Täuschung und dementsprechend wird er wohl keinen Bodenkontakt gehabt haben. Werde ich aber noch prüfen. Wie sowas entsteht, schauen wir uns zu anderer Zeit mal an. Darum soll es heute nicht gehen oder darüber soll es heute nicht gehen. Heute soll es über die Unwetterlage gehen, die uns bevorsteht, ja. Mit einem ersten Blick auf die Großwetterlage, die ich im letzten Video auch schon drin hatte, auch schon eingegangen bin und sich vor allen Dingen auch nichts weiter geändert hat. Ne? Wir haben immer noch diesen Trog, der jetzt im Prinzip das tiefe Geopotenzial in die mediterranen Gebiete schickt und dementsprechend kann sich hier bei diesem Höhenrücken zwischendrin eine Grenzwetterlage etablieren, wo eben kalte Luft und warme Luft zusammentreffen und an dieser Grenzwetterlage oder an diesem Streifen, sag ich mal so wie es ist, kann jetzt so ein Tief gewisse Durchmischungen vollziehen und eben von Süden nach Norden durchziehen. An diesem Tief werden Schauer und Gewitter entstehen und vor allen Dingen auch ergiebiger Starkregen, wie wir uns jetzt in den Modellberechnungen angucken werden. Zuvor ein Blick auf das aktuelle Radarbild. Ja, wir sehen im Prinzip hier schon, wie dieser Streifen, den ich eben eingezeichnet habe, sich hier etabliert. Kühlere Luft, wärmere Luft, ja. Und zwischendrin können eben immer wieder diese Schauer und Gewitter entstehen. Wie aktuell jetzt hier auch auf der wärmeren Seite dieses Streifens, ja, kann sich auch ein Gewitter in der Nähe vom Fichtelgebirge entwickeln, was jetzt auch zusehends in unseren Bereich reinziehen wird. Gerade das Westerzgebirge, da wird es jetzt bald mal ordentlich schütten, ja. Ob sich noch intensiviert, muss beobachtet werden. Das ist ganz wichtig bei der aktuellen Wetterlage. Wir müssen die Radare im Auge behalten. Es ist punktuell, wie gesagt, nicht vorhersagbar, wo es, wie es, wann es am stärksten regnet. Was mir mehr Sorge bereitet, ist dasjenige, dass hier über dem Äckerkorben aktuell Sonneneinstrahlung nachvollzogen wird, beziehungsweise also quasi Sonneneinstrahlung herrscht, ja, und im Prinzip die Niedertroposphäre sehr stark aufgeheizt wird und die Labilisierung dieser Luftmasse nach sich gezogen wird. Dementsprechend können diese Gewitter, die hier an diesem Rand entstehen, und nach Nordosten hindurchziehen, diese Energie, die hier anliegt, aufsaugen und sich weiter verstärken. Und das wird passieren. Es wird sich im Prinzip diese Sache hier verklustern und den Weg Richtung Sachsen nehmen ab heute Abend. Wie weit es sich intensiviert, muss beobachtet werden. Die aktuellen Berechnungen der Modellläufe mit dem ersten Blick des GFS mit den Niederschlagsmengen bis morgen Abend, ja, zeigen, dass der Hotspot eher Richtung Westsachsen bzw. Richtung Mittelsachsen berechnet wird, währenddessen eine Gewitterauslösung hier im Eckerkraben bzw. über Tschechien und dann unter weiterer Intensivierung nach Norden Richtung Polen vollzogen wird. Und hier eben ein Korridor entsteht, wo gar nichts passiert. Ja? Das merken wir uns jetzt mal. Die Kanadier sehen das ganz anders. Die sehen den Hotspot genau bei uns, wo eben im Prinzip bis morgen Abend 70, gegebenenfalls auch 80 Liter auf dem Quadratmeter zu Buche stehen können. Und dieser trockene Korridor wird hier überhaupt nicht simuliert. Ja? Arpège, die Franzosen, sehen den Hotspot auch wieder über Sachsen mit dieser Gewitterauslösung hier überhaupt nicht. Ja? Und auch dieser trockene Bereich ist nicht vorhanden. Wir können sehen, dass hier generell bis zu 100 Liter auf dem Quadratmeter berechnet werden bis morgen Abend. Das ist eine ganze, ganze Menge. Icon, die Deutschen, sehen das im Prinzip genau so ähnlich wie die Franzosen, ja, bloß ein bisschen verhaltener. Die Niederschlagsmengen sind hier ein kleines bisschen geringer, aber man kann im Prinzip auch erkennen, dass die Gewitterauslöse wie GFS, das auf der Agenda hatte, hier auch berechnet wird, mit einer weiteren Intensivierung nach Polen, mit diesem auch trockenen Korridor, ja. Hirlam, das sind die Finnen, also das finnische Modell, die sehen im Prinzip auch diesen trockenen Korridor mit dieser viel weiter östlichen Gewitterauslösung mit weiterer Intensivierung, aber eben auch bei uns den Hotspot, ja, wo im Prinzip auch hier Richtung Brandenburg unter weiterer Intensivierung dieses mesoskaligen konvektiven Systems oder auch umgangssprachlich Gewitterkomplex, ja, unter weiterer Intensivierung dann quasi nach Norden zieht und dort über 100 Liter auf den Quadratmeter bringen soll. Wird man schauen müssen, aber es ist möglich. In Bezug auf den Nowcast gibt es das Icon D2 Modell. Das berechnet im Prinzip die aktuelle Lage mit diesen kommenden Wetterläufen
quasi im Nowcast mit rein. Und bis morgen früh werden unter alter Modellberechnung der Hotspot, beziehungsweise werden dann quasi in dem Bereich, wo das Gewitter eben langziehen wird, beziehungsweise dieser Komplex, 18 bis 53 Liter berechnet. Gegebenenfalls auch mal ein bisschen mehr. Aber man kann im Prinzip erkennen, dass der Hotspot weiter Richtung Osten wandert. Was diese Berechnung des neuesten Modelllaufes, des Icon D2, was ja alle drei Stunden neu berechnet wird, ja, damit das Nowcast, was aktuell anliegt, immer mit reinberechnet werden kann, die ganze Geschichte eben noch weiter nach Osten abdrängt, wodurch eben dieser Gewitterkomplex ein bisschen hier ausschert, ja, und eben im Prinzip diese Energie, die am Eggerkraben jetzt gerade produziert wird, quasi aufsaugt und im Prinzip dann nicht diese Dynamik nach Norden nimmt, sondern diese Dynamik eher so nach Nordosten nimmt, ne, und dementsprechend uns verschont oder verschönen könnte. Das muss man aber beobachten. Das kommt aus so viele Details drauf an, das kann man nicht vorhersagen. Ja, dementsprechend jetzt eine Unwetterwarnung bezüglich der Gewitter. Und zwar hier im Eggerkraben definitiv Gewitter. Definitiv, ja. Ob es es übers Erzgebirge schafft oder eben dann quasi die Energie aussaugt, ein bisschen, ja, Rechtsdreif bekommt, ja, und dann eben im Prinzip hier Sitter Gebirge noch erwischt, das ist noch nicht klar. Es ist im Prinzip auch noch nicht klar, ob das Ding ohne Dynamik quasi dann einfach nach Norden hin durchzieht und uns hier flutet. Das könnte passieren, das weiß ich aber nicht. Da sind mir die Hände gebunden, da habe ich keine Ahnung, das kann auch kein Meteorologe punktuell genau vorhersagen, wann, wo und wie stark ein Gewitter auftreten wird. Das kann man nicht vorhersagen. Das ist einfach nicht möglich. Ja, und deswegen kann ich das auch nicht und werde es auch nie können. Ja, aber man kann im Prinzip diese Erfahrungen bei anderen Gewitterzellen, bei anderen Wetterlagen mit reinbringen. Und dementsprechend würde ich schon behaupten wollen, dass dieses Ding uns wahrscheinlich verschönen wird. Wir dürfen es nicht ausschließen, dass es eben nicht macht. In Bezug auf den Starkregen, ja, würde ich diesen Korridor mit reinnehmen wollen, weil im Prinzip dann, wenn das Ding durch ist, das ist ja im Prinzip ein kleines Tiefdruckgebiet, dann hier nach von Norden her die Luftmasse ein bisschen ans Erzgebirge rangedrückt wird, beziehungsweise hier so ein Aufgleitbereich ist, wo sich die Luftmassen vermischen, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Und dementsprechend dort eben 50, 60, gegebenenfalls auch 70 Liter bis morgen Abend absolut ja, realistisch sind. Dementsprechend doch mal bei Gewitteraktivität sind dort verbreitet 30 bis 40 Liter. Bei stärkerer Intensivierung, ja, müssen wir beobachten alles, 50 bis 70 Liter auf dem Quadratmeter binnen 6 Stunden heute Abend möglich, ja. In diesen Bereichen, wo der Starkregen sich dann etabliert, wenn das ganze Ding rausgezogen ist, ja, sind örtlich 100 Liter auf dem Quadratmeter absolut nicht ausgeschlossen. Ob sich dieser Korridor noch nach hier verschiebt, nach hier oder nach hier, ich weiß es nicht, ja. Ich kann nur warnen. Und diese Modelle, die das jetzt gerade alles an Output geben, den Modelloutput im Prinzip ummünzen in Verbindung mit der ganzen Erfahrung, die ich eben besitze, bezüglich solcher Wetterlagen quasi in Korrelation setzen und im Prinzip sowas erstellen. Nehmt's mir bitte nicht übel, wenn das nicht so kommt. Aber das Potenzial ist in dieser Wetterlage einfach gegeben. Ja, genau. Deswegen Nowcast, Radare beobachten, und im Prinzip dann selber abschätzen, wo bin ich, wo könnte es jetzt wirklich kritisch werden, ja. Es haben mich noch ein paar Kommentare bzw. Nachrichten erreicht bezüglich dieser Flutung oder dieser Sintflut, in Anführungsstrichen, in der kommenden Woche. Das ist nur ein Modell. Das ist nämlich das europäische EZMWF-Modell. Und die sehen im Prinzip Ende nächster Woche, beziehungsweise heute in einer Woche so ungefähr, sehen die ein 5B-Tief, was vom Golf von Genua sich verstärkt und dann im Prinzip an dieser Grenzwetterlage dann auch wieder nach Norden zieht und dementsprechend durch diese herumgeholte Warmluft, die dann auf die kalte Luft am Boden aufgleitet, exzessive Aufleitniederschläge auslöst und dementsprechend hier bis 144 Liter auf den Quadratmeter gerechnet werden. Kann man natürlich jetzt nicht für bare Münze nehmen, weil das einfach ein grobes Modell ist und der Modelloutput aber entscheidend ist. Und dementsprechend muss man das einfach ansprechen. Man muss aber auch ansprechen, dass in Bezug auf das letzte Video, wo diese selbe Karte drin war, die ganzen Werte schon wieder ein bisschen zurückgerechnet wurden. Da waren die Werte fast doppelt so hoch. Da hatten wir fast 200 bis 300 Liter hier in der Berechnung im Modelloutput. Also da kann man schon ein kleines bisschen aufatmen. Aber ich würde es mal noch nicht vom Zettel nehmen, ja. Dementsprechend soll es auch schon gewesen sein. Schaut die Radare heute an, guckt, wo ihr seid. Und ansonsten, ja, werden wir schon gut durch den Tag kommen und durch die Nacht kommen. Ansonsten, bis später erstmal.